Ich hatte selbst keinen Vater und genau das wäre jetzt meine Aufgabe. Ich wusste nicht, wie ich mit all dem aufhören soll, um ihnen ein Vater zu sein. Angesichts des Leids, das Anthonys Vater aufgrund seiner eigenen Entscheidungen und des Drucks von außen erdulden muss, fragte ich mich, wie ein öffentliches Gesundheitsproblem nicht nur die ersten Drogengesetze hervorbringen, sondern zur Zielscheibe eines ganzen Krieges werden konnte. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. Der amerikanische Drogenkrieg wurde offiziell von Richard Nixon erklärt, um seine Umfragewerte zu steigern. Für die meisten, mit denen ich redete, wurde der Drogenkrieg Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre unter Richard Nixon ins Leben gerufen. I have no sympathy for the pushers and the peddlers and the others in this country. We are going to restore freedom from fear in America again. Als Nixon 1968 kandidierte, sprach er von der Straßenkriminalität. The wave of crime is not going to be the wave of the future in the United States of America. Zum ersten Mal wurde das Thema der Drogenkriminalität in einem größeren Rahmen zu einem nationalen politischen Thema gemacht. Richard Nixon soll als erster den Begriff vom Krieg gegen Drogen geprägt haben. Doch nur die wenigsten wissen, dass unter Nixon 2/3 des Drogenkriegsbudgets in die Suchttherapie flossen und nicht in die Strafverfolgung. Because a program of law enforcement alone is not enough. Nixon bewies beim Krieg gegen Drogen tatsächlich Weitblick. Er begriff, dass es um Sucht ging. Und verglichen mit dem, was nach ihm folgte, ergriff er fortschrittliche Maßnahmen. Je mehr ich über Nixon erfuhr, desto mehr verwirrte er mich. Er wusste, dass Suchttherapie weit größeren Erfolg haben würde als Strafverfolgung. Doch als die Wahlen von 1972 näher rückten, kehrte Nixon öffentlich zu seiner bewährt schlichten Rhetorik der Verbrechensbekämpfung zurück. We must wage what I have called total war against public enemy number one in the United States, the problem of dangerous drugs. Nixon wins re-election in a landslide victory. Da Nixons harte Worte ihn zum Wahlerfolg geführt hatten, begannen Staaten im ganzen Land harte neue Gesetze zu verabschieden. Half the crime is caused by narcotic addicts. Die Rockefeller-Drogengesetze von New York setzten ein Beispiel für harte Strafen, dem andere Staaten bald folgten. You guys better get ready. If you leave at 7:58, you are just almost out of time. Yes, sir. You guys be careful. Okay. Have a good day. Love you. Love you too. Ich stehe wirklich für Recht und Ordnung. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich lieber 10 Streifenwagen anschaffen als eine Suppenküche. Aber manchmal sollten wir uns genauer überlegen, was all die Polizisten da draußen wirklich tun. Vielleicht, weil er mir wie die Verkörperung eines hartgesottenen Vollzugsbeamten erschien, verblüffte mich Mike Carpenters Sicht auf die strengen Gesetze. Vor langer Zeit haben wir aus den Drogen diese große Sache gemacht. Wir erklärten sie für illegal und zu einem nationalen Problem und forderten hartes Vorgehen gegen das Verbrechen. Wenn du nicht für hartes Vorgehen bist, gewinnst du keine Wahl. First we have to join together to ensure that drug dealers are punished swiftly, surely and severely. Und wenn du die harte Schiene dann nicht fährst, bleibst du nicht auf deinem Posten. To toughen sentences, beef up law enforcement and build new prison space for 24,000 inmates. Niemand kann es sich erlauben zu sagen, Moment mal, wir können uns das alles nicht leisten, machen wir es anders. Denn sobald du auch nur andeutest, dass du nicht hart gegen das Verbrechen vorgehst, verlierst du deinen Job. You will be put away and put away for good. 3 strikes and you are out. Du verkündest laut, dass wir Verbrecher einsperren und unsere Straßen sicher machen müssen. Dann musst du die Erwartungen erfüllen und so werden wir zu Opfern von Schlagworten. The American people want their government to get tough and to go on the offensive. And that's exactly what we intend. Manchmal denke ich, dass wir eine Menge Zeit auf nicht sehr viele Verbrechen verschwenden. So, als würde das ganze Geld nicht wegen des Verbrechens, sondern wegen unserer Angst davor ausgegeben. Viele Vollzugsbeamte sind darüber frustriert, dass politische Rhetorik nicht nur ihre Anstalten überschwemmt, sondern sie auch der Mittel beraubt, die sie für die Ausübung ihrer Arbeit benötigen.
Man sperrt die Menschen weg und wenn sie ihre Strafe abgesessen haben, erwartet man, dass sie sich gebessert haben oder ein neuer Mensch geworden sind. Aber wie können sie das, wenn man ihnen nicht das nötige Rüstzeug dafür mitgegeben hat? Ich unterrichte hier in Lexington Tishlon. Wenn diese Jungs entlassen werden, helfen wir ihnen, einen festen Job zu finden und machen sie zu Steuerzahlern im Staat der Oklahoma. Als verurteilter Verbrecher bist du schon gestraft genug, aber wenigstens kannst du sagen, dass du Elektriker oder Zimmermann bist. Viele dieser Jungs hatten nie ein Selbstwertgefühl. Und wenn doch, dann war es falsch, denn sie hielten sich für stark, weil sie viel klauten oder viele Drogen verkauften. Die Rehabilitationsprogramme geben ihnen die Chance, an etwas Gutem festzuhalten. Das Gefängnis ist kein schöner Ort. Trotzdem bin ich froh, hier zu sein. Es hat aus mir einen besseren Menschen gemacht. Dieses Programm ist wahrscheinlich das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Das Problem ist, wenn das Budget knapp wird, sagen die Bürger von Oklahoma, wenn wir schon Geld ausgeben müssen, dann für Zäune, Handschellen, Zellentüren und so weiter. Die Rehabilitationsprogramme werden immer zuerst gestrichen. Wenn wir einem Straftäter nicht einen Beruf oder Fachkenntnisse vermitteln können, dann wird dieser in Freiheit sofort wieder in das alte Verhalten zurückfallen. If I didn't care, more than words can say, if I didn't care. Ich heiße Larry Curley und bin Polizeichef von Magdalena. Magdalena ist ein kleiner, etwa 400 Kilometer von der mexikanischen Grenze entfernt liegender Ort am Highway 60, einer der großen Drogenkorridore. Was sich in den letzten 29 Jahren in der Strafverfolgung am meisten geändert hat, ist der Drogenhandel. Auf den ersten Blick schien Marshall Curley einer vergangenen Epoche anzugehören. Ich würde mich als Mann mit weißem Hut und altem Silberstern bezeichnen. Doch als die Drogenfahndung landesweit zur Hauptaufgabe der Polizei wurde, veränderte sich auch seine Arbeit als Polizeichef einer Kleinstadt. Okay, if I check in there a little bit more. So you've got some marijuana there. Ed, you arrest both these people and tow this car. That's what we're going to do. Wir sind auf Beutezug. We're fishing, but we're there again. Aber sehen Sie sich zum Beispiel einen Truck wie den hier an. Er ist aus Arizona. Der Fahrer macht keine Pause in einem Motelzimmer. Er fährt 24 Stunden durch, weil er nicht erwischt werden will. Daraus schließe ich, dass er ein Drogenhändler sein könnte oder auf der Flucht. Wie kommen Sie darauf? Wegen dem Truck und dem Imbiss. Wir dürfen ihn nicht überprüfen, das wäre illegal. Aber wenn man so lange im Geschäft ist, weiß man, wer etwas Illegales tut. Ist da nicht etwas faul, wenn jemand sagt, er überprüft sowas nicht? Da ist alles faul. Wenn man keine Fahrzeuge überprüft, betreibt man keine Strafverfolgung. So ist das nun mal. Darf man die Person überprüfen? Nein, das darf man auch nicht. Wir möchten gerne glauben, dass der Drogenkrieg die Polizei mit allen nötigen Mitteln ausgestattet hat, um gegen Verbrechen und Gangstertum vorzugehen. Aber in Wirklichkeit hat er die abschreckende Wirkung der Polizei auf eine sehr subtile und ungewollte Weise untergraben. Joe und ich arbeiten beide bei der Drogenfahndung, aber wir kümmern uns nicht um den Straßenhandel, sondern um größere Mengen. Wir suchen nach den Hintermännern. Weit weg von Magdalena in den Straßen von Miami begann ich die tatsächlichen Auswirkungen des Drogenkriegs auf die Arbeit der Polizei zu erkennen. Der zweite Typ ist zu Fuß geflüchtet. Wir glauben, dass er sich da drin versteckt hat. Obwohl es nichts mit unserem eigentlichen Fall zu tun hatte, stolperten wir über dieses Haus, in dem wir große Geldmengen und einen Haufen Marihuana fanden. So läuft das manchmal. Wir hatten das gar nicht geplant.
Niemand hat mehr Respekt vor guter polizeilicher Arbeit als ich. Ich habe über 10 Jahre darüber berichtet und es gibt viele Fahnder, die ich für ihre Professionalität und ihre Fähigkeiten bewundere. Aber der Drogenkrieg hat ein Umfeld geschaffen, in dem nichts davon gefragt ist. Um jemanden zu verhaften, muss man nur aus seinem Wagen steigen und ihn gegen die Wand eines Schnapsladens stellen. Einen Grund braucht man dafür nicht. Es ist vielleicht nicht die Mehrheit, aber doch eine Menge Leute, die hier in der Gegend mit Drogenhandel zu tun haben. Das Problem ist, dass viele Drogenfahnder dazu neigen, geografisch zu denken und einfach ein bestimmtes Gebiet durchkämmen. Für sie ist das wie ein Karpfenteich. Wenn man eine Verhaftung braucht, geht man einfach auf Fischzug. Jeder Kriminelle aus der Gegend wird verhaftet und Unschuldige werden angehalten. Das macht alle wütend. Als Zeuge unzähliger Verhaftungen wurde mir zum ersten Mal die destruktive Wirkung klar, die die Drogengesetze nicht nur auf die Täter, sondern auch auf ihre Verfolger haben. Das Problem ist, dass ein Cop für jede noch so billige Verhaftung bezahlt wird. Er wird für die Überstunden bezahlt, in denen er die Drogen in der Asservatenkammer abliefert. Er wird dafür bezahlt, den Gefangenen in die Zentralaufnahme zu bringen. Er wird dafür bezahlt, ein paar Stunden lang den Papierkram zu erledigen. Und das macht er 40, 50, 60 Mal im Monat, sodass sein Grundeinkommen am Ende nur halb so hoch ist wie das, was er tatsächlich verdient. Der Mann wird für die Statistik bezahlt. Vergleichen Sie das mal mit einem Polizisten, der sich um Mord, Vergewaltigung, Raub oder Einbruch kümmert. Wenn er Glück hat, gelingt ihm eine Verhaftung pro Monat. Und am Monatsende hat Polizist A 60 Verhaftungen vorzuweisen und Polizist B nur eine. Was glauben Sie, wer befördert wird? In meiner Heimatstadt Baltimore zum Beispiel ist die Rate an Verhaftungen wegen Mord, Vergewaltigung und Raub heute halb so hoch wie früher. Die Verhaftungen wegen Drogen hingegen haben sich verdoppelt. Was bedeutet das? Man kann in dieser Stadt nicht mehr leben. Die Polizei löst keine Verbrechen mehr. Abgesehen von den Anreizen für einzelne Polizisten haben ganze Reviere ein monetäres Interesse daran, immer mehr Menschen wegen Drogen zu verhaften. Kaum jemand begreift, dass die finanziellen Anreize, die dieses System bietet, dafür sorgen, dass sich in den Vereinigten Staaten die meisten Verhaftungen im Drogenbereich auf gewaltlose, geringfügige Vergehen beschränken. Vor 2 Monaten verhafteten wir bei einer 2-tägigen Operation über 200 Personen, die meisten wegen Drogen. Wir haben viel Geld von den Großdealern beschlagnahmt. Das wird bestimmt für gute Zwecke verwendet. Wenn ich in meinen alten Truck steige und mit $5,000 in der Tasche, die ich ehrlich verdient habe, über den Highway fahre und dann bei einer Verkehrskontrolle wegen eines defekten Rücklichts herausgewunken werde, dann dürfen Sie mir die 5 Riesen plus meinen alten Truck wegnehmen und sie behalten. Auch wenn ich nie eines Verbrechens angeklagt werde. Man nennt das Beschlagnahmung von Privatvermögen. Das geschieht jeden Tag im ganzen Land. Hey, can we get somebody get a toe slip for this fine piece of machinery? Von den $118,000, die ich bei der Verhaftung dieses Mannes beschlagnahmt habe, haben wir 25.000 bekommen und diesen Wagen dafür gekauft. Heißt das, die Polizei operiert mit beschlagnahmtem Geld? Ja, manchmal. This is legal within the state of New Mexico. It's allegedly legal. No, it is legal. You're not getting the point. No, I am getting the point. Probable cause. Mit jeder Begegnung zwischen einem unserer Drogenfahnder und einem Bürger, die schiefläuft, geht der Respekt vor den Cops und vor den Gesetzen, die sie repräsentieren, verloren. Der Typ war sauer, weil wir ihn angeblich illegal und verfassungswidrig angehalten haben. Er fühlt sich genötigt. Ob das fair ist? Vielleicht nicht. Aber ich muss meine Arbeit machen. Auch wenn Sie sich zu Ihrem Job bekennen, haben mir Polizisten im ganzen Land gesagt, dass sie sich nicht nur über die Effektivität der Drogengesetze Sorgen machen, sondern auch über deren Auswirkung auf das Verhältnis zwischen Polizei und Öffentlichkeit. Eine der größten Hürden besteht darin, wie lange eine Gemeinde schon das Gefühl hat, dass sie der Polizei nicht mehr trauen kann. In Providence machen sich Polizisten, die noch vor 20 Jahren im Fernsehen als hartgesottene Cops aufgetreten sind, heute Gedanken darüber, wie es so weit kommen konnte,
und wie man es besser machen könnte. Wenn du da draußen nur Chaos anrichtest, dann könnten wir dich auch einem strukturierten Programm unterziehen, wie es beim Militär üblich ist. Wir stecken dich in ein Bootcamp. Mal sehen, wie du damit zurechtkommst. Wehrdienst. Ja. Wir machen hier unseren Job, aber viele von uns sind frustriert. Ein Süchtiger begeht das Verbrechen, für das er noch vor einer Woche in den Bau gewandert ist. Immer wieder. Die Eltern tragen auch Verantwortung. Erzieh dein Kind richtig. Das ist leichter gesagt als getan, wenn deine Eltern nie da sind. In vielen Haushalten ist der Vater nicht existent. Die Mutter versucht, die Familie großzuziehen. Nur wenige dieser Kinder schaffen es, da rauszukommen. Ich sage Ihnen noch etwas. Man kann nicht immer mehr Kinder machen, wenn man sie sich nicht leisten kann. Man hat schließlich auch eine Verantwortung. Ich bin nicht für Kontrolle, aber warum nicht kastrieren? Kastrieren, Jesus. Man sollte ihnen 5.000 oder 10.000 Dollar geben zum Sterilisieren. Auf Dauer käme das billiger. Was gibt's da zu lachen? Angesichts dieser erfahrenen Drogenfahnder, die nach Antworten auf diesen ihrer Meinung nach nicht zu gewinnenden Krieg suchen, fragte ich mich, was es eigentlich mit den Drogen auf sich hat, dass man sie als eine so große Gefahr empfindet. Um Drogen ging es beim Krieg gegen Drogen nie. U.S. Customs officers and police are having another drive to round up dope smugglers. Here's millions of dollars worth of deadly heroin, enough, they say, to kill 6 million people. Ich wollte mehr über die Geschichte der Drogen in Amerika herausfinden. Dabei fand ich in dem Historiker Richard Miller von der Lincoln University eine einzigartige Quelle. Seine Forschungen stellen die Drogengesetze in einen faszinierenden historischen Kontext. In unserer Geschichte hatten die Antidrogengesetze immer mit Rasse zu tun. Im 19. Jahrhundert waren einige Drogen, die heute verboten sind, in diesem Land allgemein zugänglich. Kokain und Heroin waren weit verbreitet. Dass jemand Drogen nahm, wurde für gewöhnlich akzeptiert. Opium wurde zum Beispiel von Weißen mittleren Alters konsumiert, oft von Hausfrauen im Süden. Menschen, die süchtig waren oder Missbrauch betrieben, wurden mitfühlend als Menschen betrachtet, die Hilfe brauchen. Man sah darin eher ein gesundheitliches als ein strafrechtliches Problem. Zum ersten Mal änderte sich das, als man an der Westküste das Opiumrauchen unter Strafe stellte. Doch warum sollte der Konsum von Opium in Kalifornien strafbar sein, nicht aber in Mississippi? Warum machte man sich um den Opiumkonsum in Kalifornien Sorgen? Mit dem Opium selbst hatte das nichts zu tun. Es ging um die Konsumenten, und das waren die chinesischen Einwanderer, von denen viele in Kalifornien lebten. Sie arbeiteten hart für wenig Lohn und trugen ihren Teil zur amerikanischen Erfolgsgeschichte bei. Doch mit ihrem Erfolg nahmen sie weißen Männern die Arbeitsplätze weg. Also beschlossen die Politiker, dass man die Chinesen kriminalisieren sollte, um sie aus dem Weg zu schaffen. Nun konnte man sie schlecht ins Gefängnis stecken, nur weil sie Chinesen waren. Aber man konnte sie einsperren, weil sie Opium rauchten. Das Gleiche geschah mit Kokain. Auch hier waren die Konsumenten zunächst erfolgreiche Leute mittleren Alters, Geschäftsleute, Ärzte, Hausfrauen. Es war völlig legal. Aber um die Jahrhundertwende brachte man Kokain plötzlich mit Schwarzen in Verbindung. Man dachte, dass sie immun gegen die Kugeln der Polizei seien. Sie arbeiteten hart Tag und Nacht und bedrohten so die Arbeitsplätze der weißen Arbeiter. Also wurde Kokain gesetzlich verboten. Offiziell wurde man nicht verhaftet, weil man schwarz war, sondern weil man irgendein Drogenvergehen begangen hatte. Als nächstes änderte sich der Ruf des Hanfs. Hanf war eine legale Pflanze aus alten Kolonialzeiten, ein allgemein geschätztes kommerzielles Produkt. Doch in den 30er Jahren wurde Hanf zu etwas Schädlichem und Furchterregendem namens Marihuana. Denn damals brachte man das Rauchen von Marihuana mit den billigen und hart arbeitenden Mexikanern in Verbindung. Und wieder konnte man nicht die Mexikaner als solche bestrafen, sondern wegen eines ihrer Bräuche. Diese Gesetze schufen sehr gefährliche Präzedenzfälle für eine Rassenkontrolle.
Anscheinend richteten sich die Drogengesetze immer wieder gegen jede Gruppe von Einwanderern, die man als Bedrohung der bestehenden Wirtschaftsordnung betrachtete. Doch wie kam es dazu, dass die vor über 200 Jahren in dieses Land gekommenen schwarzen Amerikaner heute zum Hauptziel der Drogengesetze wurden? Die Geschichte der Afroamerikaner im 20. Jahrhundert ist eine Migrationsgeschichte. Der Wechsel vom Land in die Städte war eine der größten Massenmigrationen der Weltgeschichte. Als die Schwarzen aus der Sklaverei entlassen wurden, arbeiteten die meisten von ihnen im Süden als Landarbeiter. Da die Industrie im Norden expandierte, wurden viele Schwarze als Fabrikarbeiter angeheuert. Das löste eine große Migrationswelle von Schwarzen in städtische Gebiete aus. Bevor sie für meine Familie arbeitete, hatte sich Nanny Chatter der Welle von Schwarzen angeschlossen, die während der großen Wanderung in den Norden schwappte. Sie nahm mich in die Heimat ihrer Kindheit in Südvirginia mit. Als Kinder streiften wir durch die Wälder und hatten ein schönes Leben an der frischen Luft. Man tanzte Square Dance zu den Klängen eines alten Grammophons. Es war eine völlig andere Welt. Ich liebte das Leben im Süden. Warum hast du beschlossen, den Süden zu verlassen, wenn es dort so wunderbar gewesen ist? Ich war dazu gezwungen. Denn damals herrschte im Süden noch die Rassentrennung. Wenn damals eine Schwarze vergewaltigt wurde, so gelangte das nie in die Öffentlichkeit. Vergewaltigungen zählten nur bei weißen Frauen, aber nicht bei Schwarzen. Ich war damals noch unschuldig, aber man glaubte mir nicht. Niemand wusste, dass ich wegging. Ich wollte meine Kinder anders großziehen. Der Norden war der Ausweg. Ich dachte, dort würde alles anders werden. Noch nie hatte Nanny so offen über ihre Vergangenheit gesprochen und darüber, was sie in den Norden getrieben hatte. Doch je mehr ich über ihr Leben erfuhr, desto klarer wurde mir, worin der Drogenkrieg gegen schwarze amerikanische Familien wie die von Nanny wurzelte. Leider mussten viele dieser Familien erfahren, dass sie der Rassentrennung nicht wirklich entkommen, sondern in ein neues System der Rassenkontrolle geraten waren. In ganz Amerika sorgten rassistische Gesetze dafür, dass arme, farbige Einwanderer aus dem Süden in Stadtteile abgeschoben wurden, die wir heute als Ghettos betrachten. Nur wenige wissen das, aber wenn man sich die Wohnungsprogramme ansieht, die in den 30er und 40er Jahren als Folge des New Deal eingeführt wurden, dann hat das demokratische Programm des Ministeriums für Wohnungsfragen, das mitten in der Depression zum Erwerb von Eigenheimen aufrief, mehr zur Schaffung von Ghettos beigetragen als jedes andere Bundesprogramm zuvor und danach. Denn als die Kultur des Eigenheims geschaffen wurde, waren die Schwarzen davon ausgeschlossen. Man steckte sie in wirtschaftlich etwas heruntergekommene Gegenden mit teuren Mietwohnungen. Diese Gegenden wurden dann von den staatlichen Hypotheken ausgegrenzt und damit waren die Voraussetzungen für ein Ghetto geschaffen. 1950 waren die Bewohner dieser Gegenden arm, aber sie hatten Arbeit. Ab 1960 jedoch haben wir es mit Armut und Arbeitslosigkeit zu tun. Denn die Industrie war aus den Innenstädten weggezogen und hatte eine verarmte Bevölkerung zurückgelassen, die für Drogenhandel und alle weiteren mit Arbeitslosigkeit einhergehenden Probleme anfällig war. Und was geschieht, wenn einer Gruppe der Zugang zu den ökonomischen Kerngeschäften verwehrt wird? Sie schafft sich ihre eigenen verbotenen Geschäftszweige. Das galt schon für die Italiener, die Iren, die Juden und alle anderen, die eine Generation vor dem Eintreffen der Afroamerikaner in die Städte gekommen waren. 1969 konnte ich keine Arbeit finden. Alle Türen waren verschlossen. Als ich dann für deine Eltern arbeiten konnte, war ich glücklich, überhaupt einen Job zu haben. Wann hast du mich zum ersten Mal gesehen? Du warst etwa 3 Jahre alt, als deine Mutter dich aus dem Krankenhaus nach Hause brachte. Da habe ich dich zum ersten Mal gesehen. Du warst ein wunderhübsches Baby, in das ich mich sofort verliebt habe. Du warst mein Baby. Ich mochte deine Familie sehr gerne und ich hätte es mir nicht träumen lassen, dass ihr New Haven je verlassen würdet. Ich habe immer gewusst, dass sich meine Familie seit meiner frühen Kindheit stetig verbessert hat. Von Connecticut, wo mein Vater als Arzt gearbeitet hatte, zogen wir nach New York, wo er als Geschäftsmann erfolgreich wurde. Was ich nicht wusste, war, wie sich das auf Nanny und ihre Familie auswirkte. Deine Mama sagte, dass dein Vater meinen Lohn verdoppeln würde, wenn ich mit euch ginge. Ich dachte, dass mehr Geld das Leben meiner Familie verbessern würde. Aber ich habe mich geirrt. Ich arbeitete in New York, während meine Kinder in New Haven blieben.
James, mein Jüngster, begann mit 14 Marihuana zu rauchen und mit 20 verfiel er den Drogen gänzlich. Es ist erstaunlich. Man verbringt sein Leben damit, die Kinder zu versorgen und zu lieben und weiß doch nicht, was in ihren Köpfen vorgeht. Auf der anderen Seite sieht man weiße Kinder, die bei ihren Eltern sind und die eine Haushälterin haben, die sie liebt, aber die eigenen Kinder sind immer noch die meiste Zeit allein. Wie ging es weiter mit James? Er ist an AIDS gestorben. Er hat sich an einer Nadel infiziert. Als ich mit Nanny nach New Haven zurückkehrte, sah ich meinen Geburtsort plötzlich mit anderen Augen. Die Zusammenhänge zwischen James' Leben und meinem eigenen waren mir nicht klar gewesen. Doch was war mir noch entgangen? Ich war mit der Bürgerrechtsbewegung aufgewachsen und wie viele andere hatte ich gedacht, dass ich das Leben der Afroamerikaner verbessern würde. Doch in vieler Hinsicht sollte das Schlimmste erst noch kommen. Ich bin in Florida aufgewachsen und wollte nie weg von dort. Bevor wir loszogen, um irgendwas Illegales anzustellen, feuerte ich meine Freunde immer an. Gott ist mit uns, er weiß, dass wir arm sind und er will nicht, dass wir arm sind, deshalb versteht er, was wir tun. Und ich habe diesen Mist doch noch geglaubt. Carl Hart gehört einer Generation von Schwarzen an, die die dramatischste Eskalation des Drogenkriegs in der amerikanischen Geschichte im eigenen Leib erlebt hat. Heute lehrt er als Psychologieprofessor an der Columbia University in New York und die Erfahrungen aus seiner Vergangenheit bestimmen noch immer seine Arbeit. Ich bin in den 70er und 80er Jahren aufgewachsen. Viele meiner Freunde und Verwandten wurden drogensüchtig. Deshalb hat mich der Drogenmissbrauch immer interessiert. Heute gebe ich Menschen im Versuchslabor Drogen, um die Wirkung von Methamphetamin, Kokain oder Marihuana zu untersuchen. Obwohl Carls Suchtforschung wissenschaftlicher Natur ist, haben ihm seine eigenen Erfahrungen gezeigt, wie oft die Drogengesetze weniger von wissenschaftlichen als von politischen Interessen geprägt wurden. In den 80er Jahren sorgte ich mich wie viele andere aus der schwarzen Gemeinde um die Zerstörungen, die die Drogen in unserer Gemeinde anrichteten oder von denen ich glaubte, dass sie es taten. That brings us to the major and sweeping effort that I'm announcing this morning. In der langen Geschichte des Drogenkriegs sollte kein Kapitel so tiefgreifende Auswirkungen auf das schwarze Amerika haben wie die Reagan-Ära. What will you do when someone offers you drugs? Während sich Nancy Reagans populärer Slogan Just Say No wie ein mütterlicher Rat zur Drogenprävention anhörte, schlug ihr Ehemann weit härtere Töne an. We will utilize the FBI, the DEA, the IRS, the ATF, Immigration and Naturalization Service, United States Marshals Services and the Coast Guard. We intend to do what is necessary to end the drug menace and to eliminate this dark evil enemy within. Als Reagan verkündete, dass er den Drogenkrieg auf Touren bringen wolle, geschah das mehr denn je aus politischen Gründen. Denn damals sank die Zahl der Drogenvergehen gerade, statt zu steigen. Weniger als 2% der Amerikaner hielten damals Drogen für das vorrangige Problem des Landes. Aber dann hatte Reagan Glück. Crack Cocaine, crack, the super addictive and deadly cocaine concentrate. Crack. Die Straßen wurden mit Crack überschwemmt und plötzlich entstand eine Hysterie wegen dieser brandneuen teuflischen Form von Kokain. Today there's a new epidemic. Smokable cocaine, otherwise known as crack. It is an uncontrolled fire. The American people want their government to get tough and to go on the offensive. And that's exactly what we intend, with more ferocity than ever before. If smaller cities don't have a crack crisis now, they will soon. They're just carrying on like it's their living room, like this is their home, like they belong here. And they don't belong here. What we saw were images of black urbanites on TV. Immer wieder sah man im Fernsehen Bilder von Schwarzen, die Crack rauchten. Man verband die unglaublichsten Geschichten mit Crack und stellte sie als Tatsachen dar. And they were taking as fact. The drug so powerful it will empty the money from your pockets, make you sell the watch off your wrist.
the clothes off your back. Or kill your mother. Yep, that's what we're saying. Doch in den 20er und 30er Jahren behauptete man das Gleiche von Marihuana. Wenn man das heute behauptete, würden einen die Leute für verrückt erklären. Doch immer wenn in einer Gesellschaft eine neue Droge auftaucht, kann man die unglaublichsten Geschichten erzählen und die Leute werden einem glauben. Our society is now infested with drug abusers. Man hatte schreckliche Angst vor dieser Seuche, die uns alle nicht nur mit Drogensucht, sondern in der Folge auch mit Gewalt und Terror überwältigen würde. Und diese schreckliche Angst machte uns glauben, dass die Strafgesetze uns retten würden. Demokraten und Republikaner erließen gemeinsam eine ganz neue Generation von obligatorischen Strafgesetzen. Diese Gesetze wurden vom Kongress in Rekordzeit verabschiedet. Es gab so gut wie keine Hearings. Und Experten, die sich mit Drogenmissbrauch auskannten, wurden nicht konsultiert. This is something that had to be dealt with, and of course, you know, election year fever did take hold of some people. Mit überwältigender Zustimmung verabschiedete Ronald Reagan eine nie dagewesene Menge an obligatorischen Mindeststrafen für Drogenvergehen. Doch für keine Droge wurde man härter bestraft als für Crack. Die Strafen waren ungeheuerlich. Für Crack wurde man 100-mal härter bestraft als für gewöhnliches Kokain. Acceptance of coke is widespread, commonplace among professionals. In den Vorstandsetagen schnupften Weiße Kokain, die Schwarzen rauchten in ihren Sozialwohnungen oder auf der Straße Crack. Was schließen wir daraus? Man hat mich für nichts einfach von der Bildfläche verschwinden lassen. 57 Jahre für ein bisschen Crack. Ich wüsste gerne, warum man mich wie einen Mörder behandelt. Nachdem die Zahl der Schwarzen, die wegen Drogenvergehen in Gefängnissen sitzen, die der Weißen explosionsartig überschritten hatte, begannen viele Menschen, darunter auch viele Richter, das Missverhältnis bei den Strafen für Crack und Kokain in Frage zu stellen. Das ist der Hauptgrund, warum ich diesem Interview zugestimmt habe. Meiner Ansicht nach ist ein Verhältnis von 100 zu 1 bei der Unterscheidung zwischen Kokain und Crack nicht fair. Wenn man wegen 5 Gramm Crack angeklagt ist, wird man genauso behandelt wie jemand, der wegen 500 Gramm Kokain angeklagt ist. Ich glaube, das ist nur den wenigsten bewusst. Was ist der Unterschied zwischen Kokain und Crack? Crack basiert doch auch auf Kokain. Der einzige Unterschied ist, dass man Backpulver, Wasser und Ofenhitze hinzufügt. Das ist alles. Seit 91 leite ich die Gruppe Familien gegen obligatorische Mindeststrafen. Ich hatte damals noch keine Ahnung, wie schwer es ist, Gesetze zu ändern. Zum ersten Mal erfuhr Julie Stewart von der Strenge der Mindeststrafen, als ein Familienmitglied wegen Marihuana angeklagt wurde. Nachdem mein Bruder zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt worden war, traf ich mich mit anderen Familien, deren Kinder viel längere Strafen bekommen hatten. Mein Bruder hatte noch Glück gehabt. Crack penalties are ridiculously disproportionate to all other drugs. Bei ihrem Kampf gegen Mindeststrafen brachte Julie ihr Anliegen vor die Kommission für Strafbemessung, in der sie überraschend einen mächtigen Verbündeten fand. Ich heiße Billy Wilkins und bin der erste Bundesrichter des Landes, der von Ronald Reagan mit dem Vorsitz der US Sentencing Commission beauftragt wurde. 1995 stimmt die Sentencing Commission dafür, Crack und Kokain gleichzusetzen. Ist Crack eine gefährliche Droge? Ja. Ist sie in hohem Maße suchterzeugend? Ja. Aber die Kommission hat festgestellt, dass es ungerecht ist, Crack 100-mal höher zu bestrafen. There can be no doubt that the higher penalties for crack offenders fall disproportionately on minority defendants. 51% of the crack is used by the white population. In Los Angeles, California, there has not been one white conviction. Not one. Trotz der von Richtern und Experten vorgebrachten Beweise beharrte der Kongress auf der Unterscheidung zwischen Crack und Kokain. I must just tell you, in my view at least, the findings are very vulnerable. These people are killing our kids. These people are disrupting society. These people are wrecking our society. Ich glaube nicht, dass den Leuten der Ernst der Lage wirklich klar ist.
Maurice droht eine doppelte Mindeststrafe zwischen 10 und 20 Jahren. Hat er 20 Jahre Gefängnis verdient? Ich glaube nicht. 2005 nach